Ja, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch schon ein paar L-Boxen gezeigt und vorgeführt, wie ich mein Werkzeug unterbringe. Da möchte ich heute weitermachen und möchte euch heute meine Allrounder-Werkzeugbox vorstellen. Und zwar hier die LS-Box. Auch hier wieder eine L-Box von Bosch oder Sortimo. Ich möchte an der Stelle das nochmal betonen. Ich werde da jetzt weder gesponsert noch sonst irgendwie unterstützt. Das heißt, ich habe die Sachen selber gekauft, selber bezahlt und kann deshalb meine freie Meinung hier sagen und äußern. Genau. Diese LS-Box hier ist ja eigentlich sowas wie meine Standardbox. Also das heißt, die ist immer mit dabei, wenn ich irgendwo hin unterwegs bin. Und wenn ich jetzt unterwegs sage, dann meine ich jetzt auch irgendwo am Haus. Ja? Also, weiß ich nicht, ich gehe ins Dachgeschoss, um da irgendwas zu machen. Die ist auf jeden Fall mit dabei, weil hier, ich sag mal, die Basics drin sind und auch die Basics in Sachen Arbeitsschutz mit dabei sind. Das heißt, die habe ich auf jeden Fall dabei. Hier kann ich ein bisschen Material reinpacken, was ich brauche dann da vor Ort, und kann dann noch die anderen Boxen mitnehmen mit dem anderen Werkzeug, was ich dann voraussichtlich dann auch brauche. Dass man wahrscheinlich noch tausendmal hin und her läuft, geht zumindest mir so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber irgendwie vergisst man dann doch irgendwie immer was. Aber hier hat man auf jeden Fall schon mal vieles dabei für den Erstangriff, sage ich mal so. Schauen wir uns das erstmal von außen an. Was ich hier auf jeden Fall noch ergänzt habe, sind außen die Werkzeugkarten. Die gibt es in verschiedenen Größen und auch für die verschiedenen Generationen. Da muss man ein bisschen aufpassen, für welche Höhe an Box die passend ist. Die hier ist jetzt wirklich genau passend für diese LS-Box. LS ist also wirklich dieses Format hier vorne mit diesem offenen Fach. Da sind diese Werkzeugkarten LS für passend. Da ist nicht viel drin, weil ich mir das wirklich vorsehe dafür, wenn man irgendwie spezielles Werkzeug mitnehmen will oder auch mal was Längeres mitnehmen will. Also sich nicht, selbst wenn ich jetzt hier eine Wasserwaage oder was reinstecke, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit. Und hier auf der anderen Seite sieht das entsprechend auch so aus. Ein bisschen an Standard habe ich dabei. Meinen Leitungssucher habe ich auf jeden Fall immer dabei. Ein paar Reinigungstücher. Gut, die hatte ich jetzt einfach noch, habe ich sie mit da reingepackt. Maßband, da ist hier so eine Metalllasche mit dran, weil ich doch eigentlich sehr viel lieber den hier benutze, habe ich dann auch jetzt immer mit dabei. Und ich sagte das gerade schon, Arbeitsschutz, hier habe ich auf jeden Fall immer eine Schutzbrille drin und eine Staubmaske, damit man nicht in die Verlegenheit kommt und es dann doch macht, die Arbeit ohne Schutzmaske oder Schutzausrüstung, weil man es gerade nicht am Mann hat, so hat man es immer dabei. Die LS-Box ist wirklich vorgesehen, dass man halt einzelne Sachen noch mit dazu packen kann. Hier unten ist eine Schublade drin. Da sind jetzt hier einfach nur ein paar Opferplatten drin. Die benutze ich eigentlich mal dafür, dass ich da Material reinpacke. Also, weiß ich nicht, ich will irgendwie eine Steckdose einsetzen, dann kommt da die Steckdose rein. Ich will, weiß ich nicht, irgendwo ein Scharnier festschrauben, da kommt das Scharnier rein. Also das Material, was ich für das Projekt gerade brauche, soweit es da reinpasst, kommt da rein und kann ich dann navigieren. Hier drüber ist noch ein freier Platz, der bleibt entweder frei, so hat man die Möglichkeit, auch hier ein bisschen sperrigere Sachen reinzupacken. Oder ich kann da eine E-Box einsetzen. Da habe ich verschiedene. Hier mal exemplarisch eine, die benutze ich auch gerne für Modellbausachen. Das heißt, hier ist jetzt Material drin für, ja, ich sag mal, die etwas kleineren Sachen. Die E-Boxen gibt es auch in zwei verschiedenen Höhen. Das ist jetzt die 53er Höhe und da gibt es Inset-Boxen für, auch passend. Die habe ich jetzt hier so bestückt, dass da halt ein bisschen was an Kleinmaterial mit drin ist und ein bisschen was an Werkzeug. Hier sind diese langen grauen Fächer, wo man so Trennplatten einschieben kann. Mir geht das irgendwie ganz oft so,
dass ich von diesen Trennplatten ganz viele rausnehmen muss. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber irgendwie hat man dann doch irgendwie, eigentlich hier zum Beispiel einen kleinen Lötkolben, der ist dann doch irgendwie so lang, dass keine Trennwand mehr reinpasst. Und hier ist auch nur eine drin, hier ist auch nur eine drin. Ja gut, ist dann so. Aber irgendwie, dass ich jetzt wirklich hier jedes Fach eingesetzt habe, das kommt bei mir jetzt so nicht vor. Nicht so häufig. So. Von diesen E-Boxen habe ich verschiedene, auch so ein bisschen thematisch sortiert. Wie gesagt, das ist eher die Modellbaubox für die feineren Sachen. Da habe ich noch eine für Elektroinstallationen und noch verschiedene andere. Und die kann man dann jetzt hier entsprechend reinschieben. Die adaptiert sich dann hier. Muss man dann hochheben und nach vorne ziehen, um sie wieder rauszubekommen. Und so kann man dann damit an Ort und Stelle das Zeug gut hinbringen. Okay, werfen wir mal einen Blick rein. Da ist das Ganze auch zweiteilig aufgebaut. Wir fangen mal unten an. Ihr seht also, hier ist noch eine obere Ebene drin, die schauen wir uns gleich an. Hier ist erstmal viel Platz drin. Hier an den Seiten sind Insetboxen U3 drin. Das sind diese Seitenfächer mit diesen Ausnehmungen hier für diese Wulst. Hier ist auch noch mal ein bisschen Standardmaterial. Hier sind irgendwie Stifte, Radiergummi, was man so braucht, das Büro für unterwegs. Ein bisschen Kleinkram hier oben, eine Taschenlampe, ein Anspitzer. Hier oben ist Gehörschutz und hier ist ein bisschen Erste-Hilfe-Material. Wie gesagt, Arbeitsschutz. So kommt man nicht in die Verlegenheit, dass man ihn nicht dabei hat. Hier ist jetzt in der Mitte, wie gesagt, relativ viel Platz. Auch da packe ich variabel immer Material rein, das ich dann für das jeweilige Projekt brauche. Entweder lose, kann man auch reinpacken. Oder was ich auch gerne mache, ist da mit den L-Box Mini zu arbeiten. Die nutze ich gerne für das Verbrauchsmaterial, was man so braucht. Gibt es auch gebrandet inzwischen von sehr vielen Firmen. Ja, die machen sich da natürlich auch eine nette kleine Möglichkeit draus, das irgendwie so alles in das System reinzubringen. Ich habe jetzt hier von Vago und Spax, gibt es aber noch von ganz vielen anderen Firmen, die halt ihr Material passend in so einer L-Box Mini anbieten. Und genau, das ist halt für mich die Stelle, wo ich das Verbrauchsmaterial unterbringe. Das passt jetzt von der Größe her genau dazwischen, zwischen diese beiden U3 Insetboxen, sodass ich dann jetzt sagen kann, okay, ich brauche jetzt Schrauben und hier ein paar Vago-Klemmen, das kommt dann da rein und so kann ich das dann mitnehmen. Hier oben ist jetzt noch ein bisschen Platz. Und da haben wir noch hier eine Ebene. Ihr seht jetzt hier von der Unterseite eine dünne Holzplatte. Und genau, die ist hier oben befestigt. Hier, ich halte das mal hier so fest, ist ein Klettverschluss, mit dem man diese beiden Ebenen voneinander trennen kann. Ja, das heißt, das ist halt so zusammen. So habe ich es gerade aufgemacht. Das heißt, so habe ich direkten Zugriff auf die untere Ebene. Ich kann das aber auch öffnen und komme dann an die obere Ebene. Und da habe ich ein Shadowboard eingebaut. Ich hatte gerade gesagt, dass das so meine Basic-Kiste ist. Das heißt, hier ist an Werkzeug ja alles drin, was man so auch für den Erstangriff braucht. Das Shadowboard habe ich individuell für mich so fertigen lassen. Das ist in einem Online-Shop bestellt. Und ja, das hat mich einfach so gereizt, das wollte ich ausprobieren. Man konnte da Fotos hochladen, man musste die Werkzeuge von oben fotografieren einzeln, die Fotos hochladen, bemaßen, also angeben, wie lang jeweils die Dimensionen auf dem Foto sind, konnte das dann da platzieren und danach wurde dann das Shadowboard gefertigt. Wie ihr seht, hat perfekt funktioniert. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, kleine Stellen hat das wirklich ganz hervorragend gepasst. Und genau, das Ganze habe ich hier auf diese Platte aufgeklebt und mit so Packbändern hier am Deckel befestigt. Hier unten noch den Klettverschluss mit angebracht und hier oben das Gegenstück vom Klettverschluss. Und so habe ich jetzt hier immer so ein paar Basic-Werkzeuge mit dabei. Rohrzange, kleinen Hammer, Gliedermaßstab. Ihr seht, passt also alles wirklich sauber da rein. Eine kleine Pucksäge, klappt man dann so aus, schraubt den Griff zusammen. Einfach mal, wenn man schnell mal irgendwie was absägen will. Oben ist so ein kleiner Bit-Einsatz.
mit einem 6er Bit dabei, ein Messer, Zange und ein Spannungsprüfer. So. Ist hier thematisch nicht ganz perfekt, muss ich dazu sagen. Ist sicherlich aus den Anfängen und man könnte es jetzt heute ein bisschen anders packen, dass man jetzt vielleicht sagen würde, okay, die Elektrosachen in eine separate Kiste, dafür hier vielleicht jetzt noch eine Kombizange und einen Seitschneider mit dazu, würde ich vielleicht heute ein bisschen anders anordnen, aber ja, ist mir jetzt eigentlich auch zu schade, das jetzt wegzutun und neu anzufangen, von daher ist es ist eigentlich in Ordnung so. Hier im Deckel war noch Platz, habe ich bei den anderen Boxen auch gemacht. Auch hier ist wieder einiges an Anleitungen drin, Notizzettel und Unterlagen, die man halt schon mal so braucht. Hier habe ich noch ein kleines Heftchen mit ein paar Unterlagen und Notizen, die man sich für seine individuellen Geräte gemacht hat, die man dann vielleicht zwischendurch mal braucht zum Nachschlagen. Das ist also alles hier drin, weil wie gesagt, diese Box eigentlich immer mit dabei ist, wenn irgendwo was zu tun ist. So viel zu der LS-Box. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Lasst mir gerne ein kleines Like da, würde ich mich darüber freuen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne in den Kommentaren dazu.